Hey, ich bin Timo und meine Woche war ganz schön scheiße. Also dachte ich mir, ich mach Chill-Out-Düfte. Ja? Düfte zum Entspannen und Runterkommen, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Also, ab geht's. Meine Woche war ganz schön scheiße, um das vorsichtig zu sagen. Wieso, weshalb, warum? Da gehe ich nochmal zwischen den Düften etwas genauer ein. Nicht auf alle Punkte, aber ein paar. Und ja, sucht ihr einen Duft zum Entspannen, zum Relaxen, ja, vielleicht auch zum Besserfühlen, für euch alleine zum Tragen, vielleicht auch wenn ein Kumpel vorbeikommt oder Freundin, Familie, ja, einfach so entspannt und cool, relaxed. Ja, wenn ihr das sein wollt, dann können das eure Düfte sein. Ja? Und ich glaube auch, würde ich heute zum Arzt gehen, der würde mir sagen, du hast nur 5 Tage zu leben, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich weiß, für mich wäre es okay, ja, ich habe mit einem schon abgeschlossen, aber für euch wäre es hier blöd, ja. Ihr braucht ja neue Duftvideos, denn auch diese Videos entspannen euch, ja. Höre ich immer ganz oft und immer wieder. Und deshalb mache ich weiter, ja. Und damit es auch weitergeht und ihr weitere Sachen sehen könnt, müsst ihr was machen, wenn ihr neu seid? Daumen nach oben, sowieso. Aber auch ein Abo da lassen, das würde mich sehr freuen. Und ja, lass nochmal anfangen mit dem ersten entspannten, smoothing Duft. Und ja, los geht's mit dem ersten hier. Der erste Duft, den ich habe zum Relaxen und Entspannen, der kommt aus dem Hause Nishane und heißt Valenciennes. Orange, Bergamotte, Teenoten, Muskat, Feige. Wellness für die Nase, ja. So entspannter Teeduft. Sehr, sehr geil. Gemacht für den Sommer, ja. Der ist auch absolut unisex. Der ist weder zu männlich, weder zu weiblich. Der ist da wirklich im Sweet Spot. Und der strahlt wirklich Entspanntheit aus, ja. Also wirklich, das ist so der Headliner für Chill-Out-Düfte. Ja, jedenfalls finde ich das aktuell extrem relaxing. Ja. Den kannst du dir wirklich, wenn du im Garten gehst, dich sonst alleine, nackt, sexy, raufknallen. Damit fühlst du dich auf jeden Fall noch entspannter als ohnehin. Haltbarkeit, Silage sind auch echt anständig. Kann man von Nichanet erwarten und das liefern sie in der Regel auch. Sehr nice zum entspannt herumliegen, herumstehen oder wie auch immer. Der hier ist wirklich Wellness für die Nase. Kommen wir zu dem nächsten Teeduft. Mein absoluter Lieblingsduft aktuell aus dem Hause Louis Vuitton Imagination. Ja. Wow, ist das ein Duft. Ich kriege von denen kein Geld, aber er ist einfach aktuell für mich der geilste. Ja. Orange, Bergamotte, Zitrone, schwarzer Tee. Geht auch so in die Richtung vom Afternoon Swim, der ja auch ein bisschen Hype bekommt momentan. Aber der ist so ein bisschen nochmal, noch mehr Leichtigkeit, noch mehr Freiheit. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Ja, was soll man dann riechen? Ah, den kannst du echt immer nehmen. Wirklich, den kannst du immer nehmen. Zur Hochzeit, also wenn es warm ist auf jeden Fall, ne? Zur Hochzeit, den nimmst du fürs erste Date, den nimmst du entspannt für zu Hause rumhängen, den kannst du nehmen, wenn du dich mit Freunden triffst, zum Feiern von mir aus irgendwo am Strand, keine Ahnung, oder im Urlaub auch extrem cool, ja, wenn du irgendwie durch Kalifornien reist, kann ich mir das sehr, sehr geil vorstellen, wenn du diesen Duft drauf hast, das wird ganz schön geile Erinnerungen geben, ja. Und mir macht er gute Laune und darauf kommt es ja auch an und diese Woche konnte ich das sehr, sehr gut gebrauchen, denn es ging ungefähr alles falsch. Ja? Viele Kleinigkeiten, die dann letztendlich dann doch das. Vielleicht kennt ihr das, ja? Egal was ihr anfasst, ja, es wird einfach Rotze. Ja? Nach dem Motto, manchmal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ja, das ist so mein Lebensmotto. Mein Bügeleisen ging kaputt, ja, war am Bügeln und dann hört es einfach auf zu bügeln. Ja? Sehr, sehr toll. Gut, da kauft man sich Neues, ist ein bisschen ärgerlich, whatever. Keine Ahnung, dann siehst du das Mädel, was dich interessiert, mit ihrem Typen. Geil. Dann gehst du einkaufen, dann ist die Milch nicht da, ja, die du immer nimmst, die Oatly-Milch. Ich kann nur die Hafermilch irgendwie, einzige, die ich feier, ist vielleicht ein bisschen hipstermäßig, keine Ahnung, mir egal. Auch beim zweiten Mal einkaufen war die auch nicht da. Jetzt muss ich nachher zum dritten Mal los und wehe, die ist da wieder nicht. Dann, keine Ahnung, Duschgel war leer beim Duschen, auch sehr erbärmlich. Was war noch? Oh ja, ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Keine Ahnung, ich fahre damit, glaube ich, zum vierten, fünften Mal. Wer hat einen Platten? Na? Wer? Ha? Ja, ich natürlich, ja. Sehr, sehr geilo. Dann wollte ich noch ein anderes Video machen. Konnte es nicht, weil der Duft nicht kam. Auch top. Ich fahre vom Sport nach Hause und es regnet. Nein, es regnet nicht. Es pisst, ja.
so krass wie noch nie in meinem Leben und ich war gefühlt 3 Tage nass wie ein Biber. Es war schon ganz schön ätzend und noch ein paar andere Sachen, ja, also ich könnte noch weitermachen, ja. Das war erst Donnerstag. Dann denkst du echt so, ja, läuft bei dir. Aber wenn du diesen Duft hier trägst, um wieder zu den Düften und zur ja, besseren Realität zu kommen, sag ich mal, ja, da fühle ich mich ein bisschen besser und nice. Wirklich hier, junger Gott, bin ich mit dem hier. Ich krieg davon kein Geld, ne? Hype ohne Ende und ich kann den Hype langsam auch verstehen. Imagination macht einfach gute Laune, jedenfalls für mich. Punkt. Der nächste entspannte Duft ist aus dem Hause Mace Magella aus der Replica-Reihe. In meinem Fall jetzt Atem Vibes. Da gehe ich nochmal später drauf ein. Wieso? Ja, es gibt auch noch andere Düfte. Ja, aus der Reihe, die auch sehr entspannend sein können und es auch sind. Lazy Sunday Morning zum Beispiel oder Beachwalk sind beides Frauendüfte, aber trotzdem sehr nice. Oder vielleicht auch Fireplace, ja. Wenn ihr so ein, oder ihr habt keinen Kamin, ja, und wollt vielleicht diesen, so ein rauchiges Lagerfeuer-Feeling haben, dann ist der auch nice, ja. Die haben auch, nicht Raumdüfte, aber die haben auch Duftkerzen. Könnte auch dann sehr was für euch sein. Hatte ich auch mal. Ist nicht so ganz mein Ding, aber naja, okay. Ansonsten, das hier ist so ein Duft. Wer nach Herbst riechen will, ja, der kann mit diesem Duft quasi sich von, was ist das, Sommer gerade aktuell? Nicht gefühlt so, ne? Der kann sich auf jeden Fall direkt in den Herbst bringen, ja. Das riecht wie so ein Waldspaziergang im Herbst. So ein bisschen erdig ist das Ganze noch und man kann irgendwie die Blätter riechen. Das ist ganz schön herbstig, ja. Ihr seid so Naturfreunde, sage ich mal vorsichtig, kann das auch sehr cool sein. Und das stelle ich mir als Raumduft oder als Duftkerze doch sehr, sehr nice vor, den dann zu nehmen, aber auch entspannt zum Tragen. Ja, im Herbst, why not? Und dieser Duft, der bringt eine Erinnerung, und wahrscheinlich kennt ihr das, ne? So Düfte bringen oft Erinnerung. Und ich sehe mich, wenn ich das hier rieche, dann sehe ich mich im Sierra National Park in Utah und sehe mich da durch diese Lodge laufen. Das riecht, finde ich, absolut genauso. Ich kriege dann sofort die Erinnerung davon. Und das entspannt hier auch, weil Urlaub ist geil und Urlaub tut immer gut, oder? Im Gegensatz zu meiner Stromerhöhung, die ich auch noch bekommen habe. Ich zahle jetzt 75 Euro Strom im Monat, das läuft richtig gut. Hey, richtig geil. Was für eine tolle Woche. Aber wenn ihr das hier riecht, ja, da kommt der Herbst. Und der Herbst ist ja auch ein bisschen muckelig, von daher ist das schon cool und entspannt. Tom Ford's Oudwood, ja, der muss hier für mich rein. Ich finde ihn sehr entspannt. Das ist wie so ein Waldspaziergang, ja. Oud, Kardamom, ja. Das ist wirklich nice, ja. Als ob ihr durch den Wald lauft. Holzig, würzig. Der ist dunkel. Der hat auch so eine gewisse Tiefe, aber ist trotzdem mit so einer Leichtigkeit versehen. Ja, es ist echt interessant. Ja, er ist mittlerweile auch wahrscheinlich zu Tode getragen. Trotzdem sehr entspannt, smooth. Ist eigentlich Unisex, aber sorry Mädels, den kann ich mir nicht an euch vorstellen. Ja. Ich finde ihn zu männlich, ja. Aber gut, ist ja nur meine Meinung. Entspannt, ohne Ende. Wirklich nice. Der muss hier auf jeden Fall rein. Oud Wood von Tom Ford für entspannte männliche Stunden. Ja. Tom Ford Mandarino Della Malfi Urlaub in der Flasche. Ja. Du riechst das und bist eigentlich am Strand. Ja. Egal welche Tages- oder Nachtzeit, egal welche Jahreszeit du hast, egal auf welchem Planeten du gerade bist, ja, du bist da auf jeden Fall dann. Du kannst dich an den Strand erriechen. Ja. Der hat so mandarinige Vibes mit Jasmin und auch so einen Sonnencreme-Charakter und das ist wirklich Urlaub, ja. Ah, frisch, zitrisch, sehr, sehr nice. Ist ein bisschen teurer, hält auch nicht so lange, aber dafür versprüht er eine richtig coole Stimmung und die braucht man bei so einem Chill-Out auf jeden Fall auch. Was ich auch brauche, ist Urlaub. Also habe ich zum Kumpel gesagt, ganz ehrlich, die Woche war scheiße, lass uns einfach maximal weit weg. Und ja, haben wir Urlaub gebucht. Natürlich habe ich danach erstmal aus den Medien mitbekommen, dass ein paar Flüge gestrichen werden. Hoffentlich nicht unser. Das läuft ja super, kann ich mir auch noch vorstellen. Wo es hingeht, das sage ich jetzt nicht. Sondern ich blende mal Instagram ein. Da müsst ihr mir folgen. Dann werdet ihr das sehen, weil ich werde den hier auf jeden Fall da tragen. Wo es da hingeht, das poste ich dann bestimmt. Und auch was ich natürlich für einen Duft trage, den hier.
Ja, also mir folgen, kann nicht schaden. Dann bleibt ihr auch immer up to date, was gerade so hier für Videos kommen und, und. Ja, aber der hier ist wirklich entspannt, kann ich nur empfehlen. Mandarino del Amalfi, mit dir ist die Welt entspannt. Amouage, Reflection, Man. Das hier, das ist, ich sag immer, Le Mal von Jean-Paul Gaultier im Businessanzug, beziehungsweise die Nischenversion, jedenfalls für mich, die Nischenversion von Le Mal. Ja? Auch mit Iris, aber der ist einfach nochmal mit viel mehr Power ausgestattet. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Haltbarkeit ist auch wohltuend gut. Das ist ein Iris-Duft, den kannst du wirklich dir auch immer reinknallen. Ja, ein Duft für alles. Ja? Update, Hochzeit, alleine zu Hause hängen, Freizeit, von mir ist auch noch zum Sport, keine Ahnung. Ich mag auch diese medizinische Note, sag ich mal, ja. Oder medizinischen Vibes, die der ausstrahlt. So ein blumiger, frischer Duft ist auch der westlichste Duft von Amouage, ja. Vielleicht mag ich ihn deswegen, weil ich nicht so sehr orientalische Düfte mag. Ist hier wirklich ganz, 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 ganz minimal nur orientalisch. Ist wirklich nice zu mögen, ganz einfach tragen. Haltbarkeit, ja. Macht euch da keine Sorgen, der hat Power. Silage ist jetzt nicht so extrem stark, aber das geht noch, ja. Gerade wenn ihr eh alleine euch den raufknallt, ist Silage vielleicht auch nicht ganz so richtig, ja. Aber er ist wirklich top Power. Vom Preis her okay, ja. Ist halt Nische, ist auch ein bisschen teurer, aber dafür hat er auch ein bisschen Qualität unter der Haube, ja. Amouage Reflection Man. Blumig und frisch, aber doch männlich. Yes, echt guter Duft. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos. Schön, dass ihr so entspannt bis hierhin zugeschaut habt. Ja. Wenn ihr neu dabei seid, bitte hier schön folgen. Denn ja, ich habe jetzt über 700 Abos in 5 Monaten. Das ist sehr, sehr geil. Deshalb großes Danke an alle. Ja, an jeden Einzelnen, der irgendwann mal hier reingeschaut hat. Auch wenn er einen Daumen nach unten da gelassen hat. Ihr Penner. Sehr, sehr cool. Und ein viel größeres Dank natürlich für alle, die abonniert haben, ja, und gerade auch die, die kommentieren. Ja, das sind ja doch schon einige, die immer wieder kommentieren. Das finde ich ganz schön geil und Hut ab für euch, ja, sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, habt noch einen entspannten Tag, ihr Mäuschen, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine bessere Woche und ja, wenn nicht, I feel you, ja, immer dran denken. Mal gewinnen die anderen. Und mal verliert man. Ja, sad but true. Aber es wird besser. Es wird auf jeden Fall besser nächste Woche. Und ja, dann schauen wir mal mit einem neuen Video, was da so auf uns zukommt. Und ich hoffe mal, die passenden Düfte für das Video, was ich geplant habe, die kommen bald. Ja, also schönen Tag. Bleibt cool am Start hier. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Also bis bald. Euer... Am liebsten würde ich jetzt so mein Leben so vorskippen, ne? So 3, 4, 5 Jahrzehnte. Na egal. Timo. Wo liegt die Fernbedienung eigentlich hier vorne?